Hallo Elektronikfreunde, willkommen nun zum zweiten Teil zum Thema Stromlaufplan und Leiterplattenlayout. Ich hatte ja im letzten Teil hier den Stromlaufplan soweit gezeichnet, habe die Netzliste dazu erstellt und kann jetzt hier in KiCad mal auf das PCB-Symbol hier klicken und im Anschluss daran werde ich mal die Netzliste hier mir reinladen. Man sieht also hier die Bauteile und bevor man jetzt hier wild irgendwelche Bauteile platziert, ist ganz wichtig, dass man sich über die mechanischen Gegebenheiten erstmal im Klaren ist, beziehungsweise vielleicht Vorgaben hat. Dazu habe ich für mich mal ein Bild hier erstellt, so wie ich denke, wie ich mir das vorstelle sozusagen, dieses Layout. Und zwar habe ich mal mir überlegt, die Länge der Leiterplatte soll 125 mm betragen. Breite hier bis 100, je nachdem, wie viel Platz hier ist. Die 125 sind ziemlich fest, weil der Kühlkörper auch so groß ist oder so lang ist. Ich habe hier auf der linken Seite mal angegeben, der Kühlkörper ist also 35,5 mm. Dann kommt an den Kühlkörper geschraubt der Brückengleichrichter und die beiden Leistungstransistoren. Auf der linken Seite im Abstand von ungefähr 15 möchte ich die Eingangsspannung haben, die Wechselspannung AC. Auf der rechten Seite DC-Ausgang. Hier unten möchte ich die Potis platzieren, so in dieser Form, im Abstand von ca. 50 mm. Und ich möchte natürlich auch noch Befestigungsbogen hier platzieren, im Abstand von 5 mm von der Kante aus gesehen. Ich habe es hier gelb markiert, die beiden, also die kann ich im Abstand von 5 mm gut platzieren. Hier oben die Position der Befestigungsbogen hängt vom Kühlkörper ab, das wird man gleich nochmal sehen. Da muss ich gucken, wo die Kühlrippen sind. Und zwischen den Kühlrippen kann ich dann praktisch diese Befestigungsbohrung platzieren. Normalerweise bekommt man, wenn man jetzt sowas macht oder hat man vorliegen, eine technische Zeichnung mit exakten Werten, wo welche speziellen Bauteile hier liegen müssen. Also spezielle Bauteile sind zum Beispiel eben Kühlkörper, Anschlüsse, Displays, Potis, Schalter, Leuchtdioden vielleicht zur Anzeige einer Frontplatte oder so. Und da müssen normalerweise exakt die Abstände angegeben werden. Es muss natürlich auch die Leiterplattengröße genau angegeben werden. Oder ob irgendwelche Ausschnitte in der Leiterplatte sind. Das ist eigentlich Voraussetzung für ein Layout. Ich habe das für mich hier einfach mal so gemacht. Und was ich jetzt auch noch empfehlen kann, ich gehe mal hier zurück in den Stromlaufplan, bevor man dann beginnt mit dem Layout, dass man diesen Stromlaufplan sich ausdruckt, vor sich zu liegen hat und dann ins Layout geht und anhand der Zeichnung, die man ja auch hat, mit den mechanischen Abmessungen erst einmal die Leiterplattenkontur zeichnet. Die Leiterplattengröße soll ja 125 x 100 in etwa sein und wichtig dabei ist zunächst, dass man das Raster hier einstellt. Ich habe es hier auf 5 mm gesetzt. Es ist ursprünglich etwas kleiner, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht mal genau. 5 mm deswegen, dass es ganz gut ist für 125 mm. Und hier in KiCad ist es so, dass man da in dem Layer Edge Cuts hier praktisch eine grafische Linie zeichnet und hier den Nullpunkt dann setzt. So kann man dann hier erstmal die 125 nehmen. 125 und nach oben hin mache ich mal, also 100 ist eigentlich schon zu viel in dem Fall. Ich denke mal 90 ist durchaus okay. Das müsste auf jeden Fall passen. So hat man jetzt erstmal die Größe der Leiterplatte. Als nächstes werde ich den Kühlkörper setzen. Und zwar bewege ich den einfach mal hier, dann hier dazwischen, so. Jetzt sieht man schon, der ist natürlich nicht mittig. Also wenn ich jetzt hier mal reingehe, ne, wenn ich jetzt hier bewege mit Move, der ist nicht mittig. Das heißt, ich muss den hier irgendwie sehen, dass ich das Raster wieder ändere, nämlich auf die Hälfte. Der muss ja in der Mitte von der 125 liegen, also 2,5. Und wenn ich jetzt hier Move mache, dann kann ich den genau platzieren, auch dort in die Kante rein. Das ist also ganz wichtig, dass man immer wieder mal hier im Leiterplattenlayout das Raster ändert. Das ist in jedem Fall notwendig,
beim Erstellen der Leiterplattenkontur und bei dem Platzieren von den Bauteilen muss man so ein Raster wählen, wie es erforderlich ist oder wie es vielleicht auch am einfachsten ist. Also möglichst kein sehr feines Raster, sondern ein Raster, was zu den Abmaßen passt. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Raster auf Inch basierend ja, gesetzt wird, weil das eben auf Inch basiert, dann kann man eben Raster zum Beispiel von 1,27 oder 2,54 Millimeter setzen, wenn man jetzt im Millimeterbereich arbeitet. Da der Kühlkörper ja nicht mehr verschoben werden soll, sollte man den sozusagen feststellen. Und da kann man einfach hier Log Footprint machen, sodass man den dann später auch nicht mehr bewegen kann. Das ist ganz wichtig für diese speziellen Bauteile, wie eben Steckverbinder und Potis und so weiter, die an einer bestimmten Stelle sind, dass man die festbindet. Wenn ich jetzt also hier probiere, den Kühlkörper zu bewegen mit Move, dann bringt er mir die Meldung, der ist also gelockt, also festgestellt. Und somit ist sichergestellt, dass er wirklich an der Position ist, wo er wirklich sein soll. Die nächsten Bauteile, die ich jetzt platzieren werde, sind erstmal die Bauteile, die an den Kühlkörper kommen. Dazu bleibe ich einfach mal in diesem Blick sozusagen, drücke T und dann kann ich eingeben, das ist also jetzt hier der Brückenleuchtrichter D1. Dann habe ich also hier D1, den platziere ich also hier auf diese Seite. Dann wollte ich ja auf die rechte Seite hier die beiden Leistungstransistoren, das ist einmal Q5, platzieren und dann nochmal Q6 ist das in dem Fall. Q6. Und jetzt sieht man hier in dem Bereich, das überlappt eventuell. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder das Raster ändern, damit ich die Trans also den Transistor, den 3055, nochmal verschiebe. Also ich ändere das Grid. Machen wir mal 0,5. Das ist, denke ich, ganz gut. Gehe hier auf Move und schiebe den so ein bisschen beiseite, dass da nicht überlappt. Den, denke ich mal. Den kann man auch noch mal. Ich mache den mal so. Und den Brückenleuchtrichter muss ich mal gucken, wie dicht der dran ist. Der ist eigentlich ganz okay. Und als nächstes kann man mal Folgendes machen: Hier zumindest in KiCad, dass man sich den 3D-Viewer mal dort anschaut. Es dauert einen Moment. Und so sieht es jetzt im Moment aus. Das ist also so ein großer Kühlkörper, den ich hier ausgewählt habe. Und da hängen jetzt also die Bauteile dran. Wichtig ist jetzt bei den diesen Bauteilen, die an den Kühlkörper herangeschraubt werden, dass die richtig herum sind, und zwar speziell bei den beiden Transistoren, dass diese Metallkühlfläche wirklich zum Kühlkörper zeigt. Das ist auch hier der Fall. Bei dem Brückenleuchtrichter ist es nicht, also das ist egal, weil der hat keine metallene Kühlfläche, aber hier sind diese Kühlflächen nochmal, hier sieht man auch ein bisschen, kann man da durchgucken, da sieht man das, dass sie also auch richtig herum jetzt platziert worden. Ansonsten müsste man die noch mal drehen. Als nächstes werde ich mal die Befestigungsbohrungen platzieren. Da ist es so, dass man hier zumindest in KiCad sogenannte Mounting Holes nimmt. In anderen Programmen ist es Hole oder sowas, weiß ich jetzt nicht genau. Also hier, da nehme ich ein 3,2 Mounting Hole für M3 und platziere ihn dann eben hier 5 Meter von der Kante. Ich habe ja hier den Nullpunkt. Ich muss mal kurz gucken. Genau, eine 0. Und platziere ihn hier bei 5 mm und 5 mm. Und das gleiche mache ich nochmal auf der anderen Seite. Hier auch. Ich könnte im Prinzip jetzt das Grid auch nochmal ändern. Das mache ich jetzt allerdings nicht. Da haben wir dann also 120 und 5. Und ich hatte ja vorhin auch gesagt, bei den Befestigungsbogen hier beim Kühlkörper, da sieht man auch die Kühlrippen jetzt. Da kann ich das nicht auf 5 Meter setzen. Das wäre ein bisschen knapp. Da mache ich es hier irgendwo hin. Also hier auch nochmal die Befestigungsbohrung dann entsprechend hier dazwischen irgendwo setzen. Muss mal schauen. Denke mal, so ist es ganz gut. Und auf der Seite genauso. Gleiche Höhe mittig.
Gut. So, die Befestigungsbohrungen sind platziert. Als nächstes kommen die weiteren speziellen Bauteile, die an bestimmten Positionen platziert werden müssen. Das ist einmal die Schraubklemme AC Input und DC Output. Und da hatte ich ja gesagt, ich möchte den einen, das ist J1, auf die linke Seite platziert haben. Und den zweiten, das ist J2 natürlich. J2, da kommt die auf die rechte Seite. Und gerade bei diesen Schraubklemmen ist es jetzt auch enorm wichtig, dass man sich schon mal vorher den 3D-Viewer da aufruft und schaut, wie rum die sind. Denn es gibt hier, wie man jetzt sieht, hier das Problem, dass die Einführung für die Leitung also nach innen gehen. Das ist natürlich blöd. Hier auf der Seite sind sie richtig für den Ausgang. Das heißt, ich muss dann hier im Prinzip diese Schraubklemme drehen. Das ist insofern wichtig, dass später bei der Bestückung das natürlich nicht überlappen soll. Hier der Steckverbinder, denn die Pins sind meistens nicht symmetrisch hier zur Außenkante, zu den beiden Außenkanten. Beziehungsweise er darf nicht zu weit drin liegen, wenn man es jetzt falsch platziert. Deswegen da nochmal genau darauf achten. Also bei Steckverbindern ist das wirklich wichtig, natürlich auch was die Positionierung von Pin 1 zum Beispiel betrifft, wobei das hier jetzt keine Rolle spielt. Aber ich drehe den hier einfach mal und bewege den einfach nochmal hier so in diese Position. Und der ist eigentlich auch schon ganz gut positioniert, sodass das jetzt auch stimmt. Als nächstes kommen die beiden Potis. Und zwar wollte ich das so machen, die wollte ich ja hier unten platzieren. Und zwar auf der linken Seite, ich rufe hier nochmal die Zeichnung auf, also hier U und dort zur Strombegrenzung I. Und da schaue ich mal hier ganz kurz. Das für U ist RV2. Das ist also das Poti zur Spannungseinstellung. Das positioniere ich hier irgendwie. Und das andere ist RV1. Und damit ist es erstmal positioniert einigermaßen. Und als nächstes, denke ich mal, kommen die Leuchtdioden. Das sind ja drei im Stromlaufplan, wenn ich hier mal nochmal vergleiche. Einmal die erste Leuchtdiode eigentlich nur, die anzeigt, dass die Spannungsversorgung eingeschaltet ist. Die zweite ist hier die Anzeige zur Strombegrenzung, dass die angesprungen ist. Und die Ausgangs-LED, also diese drei, möchte ich auch nochmal hier irgendwo platzieren. Dazu habe ich hier die D2, das ist die erste LED, die kommt hierher. Dann haben wir die zweite LED, ist D4. Das ist die für die Strombegrenzung. Die würde ich ganz gerne zwischen die beiden Potis hier irgendwie platzieren. Und die dritte ist D7. Das ist die Ausgangs-LED, die kommt also zum Ausgang. Wie man jetzt gesehen habe ich die Potis und die Leuchtdioden jetzt nicht fixiert und auch die Schraubklemmen nicht, aber ich möchte ganz gerne das noch ein bisschen anders hier gestalten. Und zwar möchte ich die Potis auf die Höhe der Bohrungen bringen. Das heißt, ich werde hier mit Move mal die auf die gleiche Höhe bringen. Und zwar ja einfach so. Und die Leuchtdioden hier nachher auch. Und ich hatte ja auch in meiner Zeichnung geschrieben oder gezeichnet, dass der Abstand zwischen diesen beiden Poti, ich gehe nochmal hier in das Bild, ungefähr 50 mm beträgt. Deshalb 50 oder bin ich einfach drauf gekommen, weil man ja hier eventuell noch Drehknöpfe raufbringt, sodass man die auch gut bedienen kann. Also 50 mm, das heißt, ich habe die jetzt erstmal hier so grob platziert, die beiden Potis, und werde jetzt erstmal messen, wie weit die auseinander sind. 45, ja. Ist ganz okay. Vielleicht lasse ich das sogar so. Ich muss mal gucken. Vielleicht kann ich nachher noch mal hier ein bisschen nach links gehen. Ich lasse das erstmal so. Die beiden Leuchtdioden hier, D2 und D4, möchte ich auch auf die gleiche Höhe bringen. Das heißt, ich werde hier auch die mal, mal bewegen. Hier auf die gleiche Höhe. So. Das war jetzt falsch natürlich. So, und hier die D4 auch.
Die werde ich dann mal so in die Mitte von den beiden setzen. So sieht es schon mal ganz, ganz nett aus. Und die Ausgangs-LED, die werde ich auch mal drehen schon mal. Ja, vielleicht so in der Höhe. Okay, damit ist es erstmal so, sieht schon mal ganz gut aus. Die Schraubklemmen habe ich auch noch nicht fixiert. Die lasse ich auch erstmal so, was ich aber jetzt schon hier mal sehe. Und da muss man mal im Stromlaufplan auch noch mal gucken. Ich habe ja hier im Stromlaufplan die Leistungstransistoren, da drumherum sind ein paar Widerstände hier, die Dioden auch am Ausgang. Das heißt, es ist platzmäßig hier doch, ja, also man braucht da ein bisschen Platz. Und wenn ich jetzt hier das vergleiche mit dem Platz hier, wird das ein bisschen eng. Das heißt, die Transistoren verschiebe ich auch mal hier nach links. So ein bisschen. Um einfach hier schon mal im Vorfeld Platz zu schaffen, hier für die Bauteile, die dazwischen kommen. Solche Gedanken schon im Vorfeld, bevor man jetzt die weitere Platzierung macht, sind immer notwendig, dass man schon mal sieht, anhand des Stromlaufplans und anhand der Bauteile, die unter Umständen da irgendwo sein sollen, dass man dort guckt, ist da genug Platz schon. Es macht ja gar keinen Sinn, hier den Tipp ganz an die Kante zu schieben. Also das sind so Dinge, die man sich beim Layout schon im Vorfeld, ja, da sollte man sich mal schon mal Gedanken drüber machen. Jetzt ist es ja so, das sind die speziellen Bauteile, die ich hier, so nenne ich die zumindest, also die schon an einer bestimmten Position sein sollen. Und jetzt geht es darum, die weiteren Bauteile zu platzieren. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich auf jeden Fall den Stromlaufplan erstmal nimmt und guckt, welche Sachen gehören wohin oder wie zusammen. Ich als Beispiel mal hier genannt die vier Elkos, die Glättungskondensatoren für den Brückengleichrichter. Diese vier Elkos gehören ja eigentlich zum Brückengleichrichter. Das heißt, wenn ich jetzt hier in das Layout gehe, dann werde ich auch diese vier Elkos in die Nähe des Brückengleichrichters platzieren. Ich zeige das mal ganz kurz. Das ist also C1, dann C2, C3 und C4. Ich platziere die einfach so. Das ist jetzt noch keine endgültige Position. Das ist einfach nur, um zu zeigen, diese vier Elkos gehören zum Brückengleichrichter. Es macht überhaupt keinen Sinn, die hier in einer Reihe zu platzieren oder hier auf die andere Seite, sondern die gehören zum Brückengleichrichter und sollten denn auch dort in die Nähe platziert werden. Das ist ganz wichtig, dass man immer wieder drauf guckt, auf den Stromlaufplan. Der nächste Schritt sozusagen, den ich jetzt gehe, ist hier für die Leuchtdiode D2. Da gehört ja dieser R1 dazu. Also platziere ich jetzt R1 dort zu dieser Leuchtdiode hier. Und wie gesagt, es hat nichts damit zu tun, jetzt, dass das jetzt schon die endgültige Position ist. Ganz im Gegenteil, das muss alles noch verschoben werden, sicherlich. Aber ich weiß jetzt, dieser R1 gehört zur Leuchtdiode. Ich bekomme dadurch natürlich sehr kurze Verbindungen hin. Und so gehe ich jetzt Schritt für Schritt durch. Und als nächstes wären hier die JFETs hier oben. Die sind ja an der Versorgungsleitung oben dran. Die beiden JFETs und die beiden Widerstände, die jetzt zusammen gehören. Also gehe ich jetzt hier in das Layout und sage dann, Q2 ist es jetzt in dem Fall, Q2 und Q1. Die platziere ich mal hier hin. Q1. Die beiden gehören zusammen letztendlich. Und dazu gehört dann eben R2 und R3. So weiß ich auch, aha, diese vier Bauteile gehören hier irgendwie zusammen. Und ich werde die nachher so verschieben, natürlich, dass die Verbindungen dazwischen möglichst kurz sind. Als nächstes platziere ich meinen Vorwiderstand für R4. Der Vorwiderstand für D4, sorry, hier für die Leuchtdiode. Das ist der R5, der gehört ja dazu. Also auch hier, der gehört dahin. Dann der nächste Vorwiderstand für die Ausgangs-LED ist R15. Also auch hier R15 dort.
einfach mal platzieren. Hier in dem Fall drehe ich den einfach mal, damit da das nicht zu gequetscht nachher ist vielleicht. So, und jetzt kann man in dieser Weise fortfahren. Man kann jetzt auch noch was anderes machen vom Prinzip her, von der Methode. Man hat ja hier einen Operationsverstärker als zentrales Bauteil, wo sehr viele andere Bauteile angeschlossen sind. Das heißt, man könnte Folgendes machen. Das macht man normalerweise auch, dass man sagt, dieses zentrale Bauteil, der LM358, den platziere ich erstmal hier in die Mitte und dann drumherum die anderen Bauteile, die dazugehören. Das kann man machen. Also U1 ist es in dem Fall. Da ist er. Den platziere ich jetzt hier so in die Mitte. Und dann kann ich drumherum die anderen Bauteile dazu passend platzieren. Auch hier wieder mal kurz der Blick in den Stromlaufplan, und zwar hier bei den beiden Transistoren. Da gehen ja die beiden Vorwiderstände an den Operationsverstärker, das heißt R6, R7, Q3, Q4 und auch der R8, die gehören irgendwie zusammen und in die Nähe vom Operationsverstärker. Das heißt, ich werde jetzt diese Teile bewegen. Also, das war R6. Geht da irgendwie hin. Und man sieht schon, ich platziere das hier rechts vom Operationsverstärker, so wie es im Stromlaufplan auch ist. Dann habe ich R7. Und dann habe ich R8. Dann Q3 ist es hier in dem Fall. Q3 und Q4. So. Nochmal der Hinweis, das ist in keinster Weise jetzt eine endgültige Platzierung. Man wird sehen im Laufe jetzt des Videos, dass noch sehr viel hin und her zu schieben ist. Und man muss also dort äußerst flexibel und kreativ einfach an diese ganze Sache hier rangehen. So, ich gehe wieder zurück in den Stromlaufplan, gucke mir den nächsten Bereich mal an. Und zwar hier oben bei den Leistungstransistoren. Das R9, R10 und R11 gehört hier irgendwie zu diesen Leistungstransistoren. Und der R10 befindet sich sozusagen in Verbindung mit diesem Q3. Das heißt, ich werde versuchen, diese Bauteile dort in die Nähe zu platzieren. Das heißt, als nächstes habe ich hier R9. R9, dann haben wir R10. Das ist der zu den anderen Transistoren hier runter geht. Man sieht es hier auch schon so ein bisschen von der Linie, in der Verbindung. Und R11. Den packe ich hier einfach mal so dazu. Das heißt, diese drei gehören hier irgendwie zu diesen Transistoren. Als nächstes schaue ich mir die Ausgangsbuchse mal an. Da ist ja einmal der C5, D6, dann habe ich hier noch D5. Das geht irgendwie an die Versorgung 12 Volt und ich habe hier diese beiden Widerstände, wobei ich die jetzt erstmal noch nicht nehme. Aber diese drei Bauteile, die gehören also irgendwie zur Ausgangsbuchse. Der hier oben hängt an 12 Volt. Also werde ich jetzt diese dort in die Nähe platzieren. Auch hier wiederum einfach bewegen. Jetzt einmal C5. Dann D6. D6 ist die Diode direkt sozusagen über dem Ausgang da hängt. Das heißt, ich drehe die schon mal. Und dann haben wir noch D5. D5, die geht nach Plus. Ich hänge die auch mal hier nach oben. Und damit ist dieser Bereich erstmal auch soweit vor grob. Also das ist noch keine Vorplatzierung, ist einfach mal eine grobe Platzierung. Als nächstes haben wir denn den R12 und R13. Das sind jetzt diese beiden Widerstände. Diese beiden hier, die dazwischen liegen, einmal am Ausgang und Masse, also R12, R13. Auch hier mal ganz kurz wieder mit T, R12. Drehe das mal hier auch. 12, T, R13. Hier drehe ich auch mal. Der eine geht da irgendwann an Masse. So, damit ist auch dieser Bereich ganz gut abgedeckt. Und jetzt haben wir im Stromlaufplan hier unten noch diesen R14. Das ist der 0,22 Ohm 5 Watt Widerstand zur Strommessung für die Strombegrenzung. Also R14, der kommt also nach unten irgendwo, also unter die J2 Schraubklemme gegen Masse. Das heißt, ich mache hier R14. Man sieht, hier ist jetzt die Leuchtdiode irgendwie im Weg. Das heißt, ich werde jetzt schon mal
das so machen, dass ich die Leuchtdiode ein bisschen verschiebe vom Ausgang her und dann einfach hier den Widerstand hier dazwischen quetsche. So, und dann weiß ich trotzdem hier, okay, Leuchtdiode, Widerstand, das gehört irgendwie zur Ausgangsbuchse und damit ist es auch erstmal soweit grob platziert. Als nächstes und fast letztes haben wir hier auf der Seite noch einmal diese Z-Diode und diesen Widerstand für das RV1. Das heißt, R4 gehört irgendwie zu RV1, aber R4 geht auch an die Z-Diode D3. Das heißt, R4 und D3 werde ich erstmal dahin bewegen, wo hier dieser RV1 ist. Also nochmal R4. Der gehört also hier irgendwo hin und die Diode D3 auch. Also da irgendwo in die Nähe. Ich mache das mal hier irgendwie so. Und wenn man jetzt hier mal das Gesamtbild betrachtet, es sind jetzt keine Bauteile mehr außerhalb der Leiterplattenkontur. Es sind da erstmal alle soweit ja, vorplatziert. Man sieht es alles hier sehr gequetscht. Das heißt, jetzt geht es um die Feinheiten. Für die Feinheiten mache ich das so, dass ich erstmal hier vorne beginne mit den Elkos und dann schon mal, also natürlich bewege auf jeden Fall. Und zwar so, dass zumindest hier keine Überlappung erstmal sind. Und dann muss man schauen, welche Verbindungen sozusagen jetzt hier schon existieren, nämlich die 12 Volt und Ground zum Beispiel. Und man könnte das ja so machen, dass man den hier nochmal dreht. Dass zum Beispiel, das war jetzt zu viel, die ganzen positiven Anschlüsse in der Mitte sind. Drehe das hier mal so. Und dass auch die Elkos hier symmetrisch zueinander liegen. Das wollte ich jetzt nicht, sondern ich wollte eigentlich den hier auch nochmal. Vielleicht nicht ganz zu dicht, sodass man hier nochmal eine schöne Optik auch hinkriegt. Und so sieht es eigentlich schon erstmal ganz gut aus. Interessant bei so einer ersten Vorplatzierung, sage ich mal, ist natürlich immer der Blick in in das 3D-Bild. Der aktualisiert es jetzt also hier. Also so sieht es jetzt schon mal aus. Und da kann man sich dann schon mal ein Bild machen, wie das später wird. Es gibt jetzt eigentlich hier keine 3D-Symbole für die Potis, aber so macht es schon Spaß, sage ich mal, da ein bisschen vorher reinzugucken. Man sieht auch hier in dem Bereich, ist natürlich alles sehr gequetscht. Das heißt, es wird alles hier nach drüben gezogen mit dem Operationsverstärker, sodass dann nachher auch die Leiterbahnführung möglichst einfach ist. Als nächstes nehme ich hier mal diesen Bereich mit den JFETs. Die werde ich mal hier bewegen. Ich muss mal gucken, wie rum ich das drehe. Man sieht jetzt hier auch gerade Linien schon ohne Überkreuzung. Das ist schon mal ganz gut. Es ist zwar nicht immer möglich, sage ich mal. Ist auch nicht das Ziel, ganz klar. Also, aber es sieht schon mal ganz gut soweit aus. Also direkt miteinander verbunden. Und hier bei den Widerständen platziere ich die mal so. Muss mal schauen. Der geht da in die Mitte. Ich lasse die einfach mal hier so dann liegen. Und ja, so gehe ich also Schritt für Schritt durch. Jetzt werde ich alles hier mal rüberziehen. Das heißt, den Operationsverstärker mal nach links ein bisschen, damit da ein bisschen mehr Platz geschaffen wird. Was man natürlich jetzt noch machen kann oder probieren kann, das sollte man in jedem Fall tun, dass man hier, was diese Widerstände nochmal betrifft, einfach mal drehen. Und den meinetwegen auch. Und nochmal bewegen. Und dann sieht man, das ist vielleicht noch einfacher. So als Tipp. Also man sollte immer wieder mal, wenn man jetzt sich nicht sicher ist und denkt, naja, es könnte vielleicht doch ein bisschen besser sein, immer mal hin und her bewegen. Und so sieht es vielleicht alles einfacher aus. Von den Verbindungen her, damit es nachher wirklich im Layout relativ gut zu layouten ist. Als nächstes werde ich mal den Operationsverstärker hier bewegen. Nach links, das ist wie gesagt hier drüben alles zu eng. Und da gucke ich jetzt hier, wenn ich jetzt den R6 hier zum Beispiel bewege, dann sieht man schon diese Kreuzung hier, also dieses rechte Pad, das geht nach links und das linke Pad, da ist eine Verbindung nach rechts. Das heißt, hier in jedem Fall
drehen und dann wieder zurückbewegen in die Position. Ich könnte es natürlich jetzt auch hierhin bewegen, dann habe ich hier eine kurze Verbindung, geht es da irgendwo rüber. Und so in der Art sollte man schon mal gucken. Das nächste wäre dann meinetwegen der hier. Man sieht, der geht direkt an die Beine hier vom BD140 geradlinig. Das ist schon mal sehr gut. Das kann man also, den kann man also dort so liegen lassen. Den Widerstand, bei dem anderen Widerstand ist es, glaube ich, genauso. Ja, hier auch geradlinige Verbindung zum Tipp 3055. Und dieser Widerstand hier in dem Fall, der hängt irgendwie dazwischen. Den drehe ich mal. Und also hier ist es wirklich ja, ein bisschen Kreativität gefragt und einfach mal ausprobieren und vor allem gucken. Also man muss immer wieder gucken, wo sind welche Verbindungen, wo kann ich was verbessern. Es ist nicht das Ziel, hier irgendwelche Kreuzungen zu vermeiden, das schafft man sowieso nicht, das geht nicht, sondern man sollte schon ein ganz gutes Bild hinbekommen, dass vielleicht wenig Kreuzungen sind und relativ kurze Verbindungen. Wenn jetzt natürlich eine Verbindung hier vom RV1 hier rüber geht zum OPV, dann, und dann ist die natürlich lang, die kann man natürlich nicht vermeiden, aber man sollte es zumindest so versuchen. Und in diesem Sinne kann man Schritt für Schritt hier die Vorplatzierung der Bauteile gestalten. So, ich werde jetzt hier mal den 7 bewegen. Der ist auch, da ist auch eine Kreuzung drin, wie man sieht. Den werde ich auch drehen. Dann werde ich den R8 darunter. Den werde ich mal drehen. Ja, so ist auch okay. Dann hat man hier die beiden Transistoren, die dazugehören. Die drehe ich auch mal. Mal gucken, wie es aussieht. Also sieht es ganz gut aus. Den hier auch. Ja, hier sieht es auch ganz gut aus. Ja, vielleicht sollte ich mal den Cursor anders einstellen, dass man das besser sieht mit den Verbindungen. Also die sind jetzt hier geradlinig. Die Verbindung zwischen den Transistoren. Können wir ein bisschen runterziehen, dann sieht es schöner aus. Bei der Diode hier muss ich mal rauf gehen, wo die dran hängt. Die war ja, ach so, die war drüben an dem Poti auch und an dem Ausgang. Die drehe ich auch noch mal. Die setze ich denn meinetwegen hier hin. Bei dem R4, der geht an das Poti und auch gleichzeitig an die an die 10er Diode. Der R5, der geht da nach oben. Das heißt, ich drehe den mal so. Und jetzt kann man auch Folgendes machen. Die Diode, die Leuchtdiode ist hier dazwischen, aber ich drehe die trotzdem. Einfach damit dann sozusagen hier eine direkte Verbindung zu dem R5 ist. Und dann drehe ich sie wieder oder setze hier so wieder in die Mitte. So kann man dann eben Schritt für Schritt das so gestalten. Und jetzt gehe ich da nach oben auf die, oder hier hin in diesem Bereich auf die rechte Seite. Wichtig ist dabei auch, dass man sich immer auch nochmal ein besseres Bild macht, indem man da reinzoomt. Also nicht irgendwie so und dann wird alles platziert, sondern wirklich da mal reinzoomen. Wie sieht dieser Bereich hier genau aus? Ups, das war jetzt falsch. Ich muss mal kurz hier reingehen. Und dann sieht man schon bestimmte Dinge. Was ich jetzt hier übrigens sehe, und zwar verglichen mit dem Stromlaufplan. Geh mal hier in den Stromlaufplan rein. Es ist ja so, dass hier der Emitter von dem Tipp 3055 oder die positive Seite jetzt plus 12 Volt, die geht ja hier oben an die Buchse ran. Und Ground ist eben da unten irgendwo. Und wenn ich das jetzt hier vergleiche, dann sieht man, dass der hier eigentlich sozusagen der Ausgang ist, also der positive Ausgang. Man kann das ja mal sich angucken. Ich hoffe, dass man das hier sieht. Achso, das sieht man jetzt hier nicht. Aber dieser Pad, das hier, dieser Pin 1, ist eigentlich Plus und der müsste eigentlich nach oben gehen. Dazu gibt es sozusagen einen Trick, beziehungsweise eine Sache, die mich auch hier stört. Und zwar, also einmal ist es ja ein dreipoliger. Eine dreipolige Schraubklemme, das ist schon mal eigentlich nicht notwendig. Es sollte eigentlich eine zweipolige sein. Aber hier in dem Fall ist es besser, wenn man Pin 1 und Pin 2 vertauscht.
Jetzt kann man das vom Design her natürlich so sehen, okay, es muss eine dreipolige Schraubklemme dran sein, wenn es so festgelegt ist. Ich bin aber hier frei und sage, ich möchte eigentlich nur eine zweipolige haben. Dann müsste man jetzt das Mapping zu den Gehäusebauformen ändern. Das kann man durchaus machen. Oder man vertauscht einfach Pin 1 und 2 und zwar im Stromlaufplan. Das will ich einfach mal machen hier. Ich wechsle also in den Stromlaufplan. Hier ist ja Pin 1 und 2. Ich werde das erstmal lösen hier. Ich hier Pin 1 und 2 vertauschen. Hups, so war das, glaube ich. Mit Feier wieder rangehen. Dann muss ich eine neue Netzliste erstellen, weil die hat sich ja geändert. Und ich muss dann im PCB natürlich diese neue Netzliste wieder laden. Man sieht ja auch schon die Änderung, die er gemacht hat. Mal hier auf, dass man das gleich sieht hier. Also diese Kreuzung wird es dann nicht mehr geben. Sage ja und man sieht, er hat es geändert. Und damit ist jetzt die positive Seite hier auch oben. Das geht ja hier noch weiter, denn zum Tipp 3055, wenn man das jetzt hier verfolgt, also diese Linie hier geht hier rüber, darüber zum Tipp, sodass man nachher das besser im Layout hat. Und zwar nämlich so, wie es im Stromlaufplan auch zu sehen ist. Wenn ich jetzt also hier die Diode auch drehe, dann sieht man gleich auch, das wird doch etwas einfacher. Der Elko, der gehört ja eigentlich auch dazu. Wir werden erstmal hier den nochmal wegbewegen, den R12, den hänge ich mal hier so ran. Irgendwie. Und den C5, den werde ich hier auch nochmal drehen. So, der gehört ja auch dazu. Also so kann man das dann in etwa machen. Ich habe mich jetzt auch entschlossen, hier keine dreipolige zu nehmen, sondern eine zweipolige. Und da auch nochmal der Hinweis, wenn es möglich ist, solche Steckeränderungen durchzuführen, wo ein Pin meinetwegen nicht benutzt wird, dann kann man das durchaus machen. Oder dann eben hier die Änderung der Pins 1 und 2, wenn das möglich ist. Wenn das nicht möglich ist, aus ja, Stromlaufplangründen, weil es so fest ist, dann geht es natürlich nicht. Allerdings ist es hier möglich, habe ich einfach so entschieden. Und ich werde jetzt hier auch die Schraubklemme ändern in eine zweipolige Schraubklemme. Dazu wechsle ich wieder in den Stromlaufplan, gehe hier auf Edit und werde hier den Footprint ändern. Der ist im Moment eingestellt auf Phoenix MKDS hier 1x3 und da kommt dann eine andere Reihe, nämlich 1x2. Ich muss mal gucken, wo das Teil hier ist. Das ist also hier diese Schraubklemme. Da mache ich okay. Okay, ich muss wieder eine Netzliste erstellen. Man kann auch natürlich hier Assign PCB Footprints to Schematics. Da wird man es auch sehen, dass praktisch hier der Footprint für diesen Stecker geändert wurde. Man sieht es jetzt hier, DC Output hat diesen 1x2. Ist also auch okay. Dann die Netzliste erstellen. Hat sich ja geändert. Dann im PCB einlesen. Und da sieht man auch die Änderung. Ja, und jetzt sieht man, ich habe hier diesen zweipoligen, die zweipolige Schraubklemme. Jetzt kann ich gleich nochmal gucken in dem View, in dem 3D-Viewer, wie es aussieht. Da sieht man, jetzt rechnet er noch, jetzt hat er hier die zweipolige Klemme. Also ich habe jetzt eine dreipolige für den AC-Input, zweipolig für DC-Output. Sieht ganz gut aus. Man sieht auch schon hier in dieser Ansicht, dass im Prinzip die Bauteile doch etwas besser verteilt sind. Man sieht auch, die Platine an sich ist für dieses Projekt sehr groß. Man braucht gar nicht so viel Platz an sich. Ich könnte es also noch kleiner machen, das mache ich jetzt nicht. Aber hier ist doch sehr viel Platz, sodass nachher auch das Layout ganz gut, denke ich mal, realisiert werden kann. Wenn man sich jetzt so die Platzierung schon anguckt und mal so die Kreuzungen sich anschaut, dann sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Gut, hier vorne, das ist alles ganz normal und auch okay. Ich sehe gerade hier den Widerstand R1, den werde ich noch drehen. Ich habe auch noch eine andere Idee gerade gehabt und zwar betrifft es hier die Leuchtdiode am Ausgang. Die werde ich auch auf die gleiche Höhe bringen wie D4.
Das heißt, dazu ändere ich hier den Cursor mal kurz. Das heißt, den hier werde ich erstmal nochmal wegbewegen. Leuchtdiode auch. Die mache ich hier nach unten. Und mache das so und setze die praktisch hier in eine Höhe auch mit der Bohrung bzw. mit den anderen Leuchtdioden. Und den bewege ich hier auch nochmal hier rüber. So in etwa. Auch noch mal einen weiter. So sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Den bewege ich auch noch mal ein bisschen zur Seite hier. Ich muss mal gucken. Den muss ich auch drehen. Man sieht es hier, wenn ich jetzt rausgehe, ist hier eine Kreuzung. Das kann ich hier vermeiden, indem ich den umdrehe. So. Und dann auch in der Höhe des Widerstandes. Und hier der Schraubklemmer. So sieht es immer ganz gut aus. Und so werde ich jetzt nach und nach jeden Bereich nochmal überprüfen und dann kann es schon fast mit dem Layouten beginnen. Ich werde als nächstes mal hier die Diode hier runterziehen, ein Stück, dass die mittig zur Buchse ist. Den Elko, der gehört ja auch dazu. So, und vielleicht ein bisschen nach links, dann ist sie nicht ganz so gequetscht. Und die Diode, denke ich mal auch, die werde ich hier irgendwie so legen. Und jetzt ist es so, die Ausgangsspannung hier, dieser Punkt, der geht ja, ach ne, die Ausgangsspannung ist hier. Ja, das ist ganz okay. Das ist, denke ich mal, ganz okay. Die kann ich nachher rüberlegen. Ja, dann lasse ich das erstmal hier so. Der kommt erstmal noch runter natürlich. Der hat da nichts zu suchen. Hier, auch hier ist eine Kreuzung drin, wie man hier sieht. Kann ich auch ändern. Man muss da natürlich dann immer gucken, ob nicht woanders denn doch eine andere Kreuzung noch entsteht. Aber hier in dem Fall kann ich es tatsächlich machen. Der geht also hier unten ran. Da an das Poti ist also etwas einfacher. Und ja, ein bisschen schiebe ich auch nochmal rüber. So. Dann hier ist es auch noch etwas gedrängt. Das heißt, den Operationsverstärker werde ich auch nochmal ein Stück rüberziehen, damit es nachher einigermaßen ja, vernünftig und auch gleichmäßig aussieht. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Hier auch noch mal bewegen. Hier auch. Jetzt sehe ich hier auch noch eine Kreuzung an der Diode. Aber das ist bedingt, das kann ich jetzt, werde ich nicht ändern. Weil ja hier und dort ist ja eine einfache Verbindung. Hier kreuze ich das nochmal, weil das hier rüber geht. Und aber so sieht es erstmal schon ganz okay aus. So, Kleinigkeiten habe ich noch verschoben. Hier den Widerstand und hier so ein bisschen die JFETs so ein bisschen rausgezogen, dass es ein bisschen etwas gleichmäßiger verteilt ist. Was ich jetzt noch gesehen habe, ist, dass der Widerstand hier R14, der ist mir etwas zu klein. Der hier, das ist ja so ein 5 Watt. Da sollte man in jedem Fall immer wirklich drauf achten, dass man die entsprechende Bauteileform dann auch hier auswählt. Also für R14 werde ich ein anderes Package verwenden. Für den R14 habe ich ja dieses Package verwendet. Das werde ich jetzt erstmal ändern. Das ist mir zu klein. Ich denke mal, diese oder diese Bauform, die etwas breitere. Das ist zu groß, aber diese hier, die ist ganz gut. Die nehme ich mal. Also es kann durchaus sein, dass man im Laufe des Layouts auch schon anfangen muss oder anfängt, eventuell Gehäusebauform doch zu ändern oder anzupassen. Wenn man zum Beispiel erstmal nicht genau weiß, wie groß da so ein Widerstand ist oder vielleicht auch im Moment, ja, im Datenblatt nicht so richtig was zu finden ist. Oder es verschiedene Alternativen gibt hier, wie bei diesem BF245. Da sollte man durchaus mal gucken und am Ende nochmal in der Ansicht schauen, ob man da ein anderes Bauteil verwenden muss. Hier in dem Fall habe ich diesen Widerstand, diesen 5 Watt Widerstand, eine andere Bauform gegeben. Man sieht hier wiederum die Änderung. Ich mache ein Update PCB, ja, und dann ändert er das. Und so gefällt es mir auch schon besser. Ich gehe nochmal in die 3D-Ansicht. Und da sieht man dann hoffentlich auch, ja, man sieht, der ist etwas größer. Das passt ganz gut.
Man könnte jetzt natürlich mit dem Routing starten, allerdings empfehle ich da vorher, sich nochmal ein paar Netze anzuschauen. Und zwar sind ja die ganzen Verbindungen mit als Netzname hinterlegt. Und ich fange einfach mal hier an mit dem Netz Ground, wobei ich das erstmal außen vor lasse. Man wird später sehen, dass man da eigentlich eine Groundfläche verlegt. Insofern ist es erstmal nicht so interessant. Interessanter ist hier zum Beispiel das Netz plus 12 Volt. Da sieht man jetzt hier auf der linken Seite vom Brückenleitrichter geht also das hier so rüber. Dann auf die rechte Seite. Es wäre also vielleicht besser, den Brückenleitrichter zu drehen. Und das werde ich wahrscheinlich nachher auch machen. Also da kann man dann nochmal gucken, ob vielleicht bestimmte Sachen doch etwas vereinfacht werden können. Wenn man denn hier so weiter durchgeht, sieht man die Netze und auch die Länge, wo die alle hingehen. Und vielleicht fällt ja dann doch irgendwo was auf, wo man sagt, Mensch, das könnte man doch irgendwie einfacher machen. Also hier so eine kurze Verbindung zwischen Leuchtdiode und Widerstand natürlich nicht, aber eben irgendwelche anderen Netze, die doch irgendwie kompliziert gelegt sind. Aber man sieht hier, das sind alles relativ harmlose, kurze Verbindungen soweit. Und das kann ich eigentlich nur empfehlen, mal zu machen. Also bei diesem Netz zum Beispiel, das ist natürlich eine lange Verbindung, aber die lässt sich natürlich auch nicht vermeiden, ganz klar. Das kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu machen. Hier in dem Fall bei KiCad ist es hier unter Inspect und dann List Netz. Dann sieht man mal die ganzen Verbindungen und kann da nochmal verbessern. Insofern, dass man nochmal vielleicht Bauteile verschiebt oder dreht. Hier in meinem Fall hatte ich ja gesagt, möchte ich den Brückengleichrichter drehen. Und es hat natürlich Konsequenzen, wenn ich den jetzt hier nehme und drehe. Und hier wieder zurückbewege, so, dann sieht man, hier hat man eine Überkreuzverbindung. Und bei Wechselspannung ist es ja egal, wie die belegt sind. Also was ich jetzt machen werde, ich werde also wieder zurück in den Stromlaufplan gehen, hier, und auch hier wiederum die Anschlussbelegung ändern. Ich werde also hier Pin 2 und 1 vertauschen. Uff, das war jetzt falsch. Das müsste so sein. So müsste das, glaube ich, sein. Nochmal die Netzliste erzeugen. Hier nochmal reingehen. Netzliste aufrufen. Da wird abgedatet. Ja. Und jetzt sieht man eben hier, das ist wieder eine geradlinige Verbindung. Also diese Überlegung sollte man in jedem Fall nochmal machen. Und was ich jetzt hier auch schon zum Beispiel sehe, wie gesagt, das ist alles, sind alles Erfahrungswerte natürlich oftmals, dass hier der Wechselspannungseingang hier direkt über den Kondensator hier führen würde. Das heißt, ich werde die ganzen Elkos, also diese vier Stück, nach unten verschieben. Dadurch muss ich auch den Widerstand hier drehen. Also bevor man anfängt zu routen, sind immer noch mal Überlegungen notwendig, so was man so machen kann oder sollte. Den werde ich dann also so hinlegen. Ein bisschen hier näher ran, vielleicht an die Leuchtdiode. Und ich werde also hier die ganzen Elkos ein Stück nach unten ziehen. So. So in etwa. Das sieht schon dann ganz gut aus, sodass ich jetzt hier mit den Routen auch durchkomme, ohne dass da was stört. Bevor man jetzt mit dem Routing startet, ist es vielleicht ganz wichtig, erstmal ein paar Dinge voreinzustellen. Da ist zum einen das Grid, also das Raster zum Routen. Das habe ich jetzt auf 0,127 mm gesetzt. Das ist eigentlich immer ein ganz gutes Raster. Man könnte auch ein bisschen feiner gehen, wenn man noch ja, Feinleiter hat. Also sehr dünne Leitungen. Aber 0,127 ist ganz gut. Und was man auch noch braucht, ist so die Leiterbahnbreite. Die ist ja hier grundeingestellt auf 0,25 mm. Das finde ich persönlich sehr dünn, gerade hier für so eine Schaltung. Ich würde in dem Fall hier mal auf 0,5 einfach gehen für die normalen Verbindungen. Und so könnte man jetzt hier einfach starten mit einfachen Verbindungen. Man geht hier auf das Routing-Symbol und routet hier einfach auf dem Bottom Layer zum Beispiel. Man kann auch den Top Layer nehmen. Hier in dem Fall, das spielt gar keine Rolle. Und so kann man hier also eins nach dem anderen routen. Und wichtig dabei
ist, dass man eben vielleicht, also ja, erstmal vielleicht mit den kleinen Verbindungen anfängt und vor allem hier auch immer 45-Grad-Winkel realisiert. Es gibt noch einen anderen Punkt, den man jetzt unbedingt beachten sollte und was heutzutage auch Standard eigentlich, dass man zunächst erstmal eine grauen Fläche kreiert. Ich kreiere zunächst einmal eine grauen Fläche hier auf dem Bottom Layer, auf dem unteren Layer. Er fragt mich also, welches Netz er verbinden will, in dem Fall Ground, GND. Und dann zeichne ich einmal hier rum. Und wichtig ist, dass das Raster im Moment nicht zu fein ist, sondern ja, ich habe jetzt hier auf 1 mm gestellt, das reicht völlig aus. Mit dem Doppelklick kann man dann sozusagen das hier beenden. Mit dem B hier in KiCad kann man neu berechnen. Und wenn man jetzt hier mal reinguckt, dann sieht man hier, dass Pin 4 von dem LM358 an Ground angeschlossen ist. Jetzt kann man mit dem Routen der anderen Verbindung hier beginnen und dazu kann man hier umschalten in eine andere Sichtweise und man sieht jetzt hier, ich habe die Layer, die ich eigentlich gar nicht brauche, ausgeschaltet. Das heißt, man sollte jetzt auch so flexibel sein, dass man sagt, okay, die Layer, die ich nicht brauche, das sind natürlich Name, Wert und so weiter, das ist jetzt hier beim Routen erstmal überhaupt nicht relevant. Die schalte ich aus. Ich muss hier mein Grid nochmal wieder ändern auf diese 0,127. Ich habe einen Track von 0,5, das ist okay. Und jetzt kann ich also starten. Jetzt gibt es auch noch eine weitere Richtlinie oder Regel. Man sieht es ja hier, es gibt ja Leitungen, die gehen, sage ich mal, von links nach rechts und es gibt welche, die gehen von oben nach unten. Da kann man sich jetzt sozusagen eine Vorzugsrichtung ausdenken, welche Leitungen auf dem Top und welche auf dem Bottom Layer gelegt werden. Hier habe ich sozusagen gemischt gemacht, das ist vielleicht auch nicht weiter kritisch, aber hier sollte man es doch so machen, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt hier meinetwegen diese Route nehme, also hier diese Linie verbinde, diese hier, und dann hier Route von sozusagen von links nach rechts, dann ist die eben auf dem Bottom Layer. Und wenn ich jetzt hier diese Route nehme, das geht natürlich hier auch nicht anders, aber die geht eben nach oben hauptsächlich, dann nehme ich den Top Layer. Das heißt, ich gehe jetzt hier mit diesen Verbindungen auf den Top Layer entlang, die von oben nach unten gehen und die jetzt hier zum Beispiel diese hier und auch diese hier, die route ich auf dem Bottom Layer. Das hat natürlich den Vorteil, dass man sich hier nicht in die Quere kommt, denn wenn man in einer Richtung auf dem Top und dem Bottom Layer routet, dann wird man bei einer zweilagigen Leiterplatte auch nicht mehr dazwischen kommen. Also wenn es dann sozusagen so eng wird und ich habe auf beiden Layern sozusagen in einer Richtung geroutet, kommt man nicht mehr da durch beim zweilagigen Layout. Hier nach oben geht es natürlich wieder auf der Top-Seite weiter. So kann man sich das ganz gut vielleicht dann auch gestalten. Man wird da auch sehr weit kommen. Hier zum Beispiel ist wiederum was anderes. Hier ist ja die Verbindung nach links. Es wäre eigentlich auf dem Bottom Layer, aber man sieht, hier liegt schon was. Also entweder schiebe ich das jetzt nach oben. Also diese Verbindung hier, die grüne, kann ich nach oben schieben oder ich gehe auf dem Top Layer jetzt hier lang. Man muss da also auch wirklich, sage ich mal, ein bisschen flexibel dann auch sein und auch gucken, ob man das so gut hinbekommt. Bei dem Netzteil fließt ja auch eventuell ein bisschen mehr Strom. Das heißt, die stromführenden Verbindungen, das ist einmal hier der Wechselspannungseingang, die werde ich mit 1,5 mm routen. Dazu nehme ich jetzt hier in dem Fall habe ich jetzt den Top Layer. Das spielt jetzt eigentlich hier gar keine Rolle. Da ist also auch nichts im Weg. Und wenn man jetzt sich die 12-Volt-Verbindung mal anschaut, dann ist es durchaus sinnvoll, dass man die Route nicht hier quer rüberlegt, sondern ich zeige nochmal ganz kurz, wo die lang läuft. 12 Volt. Man sieht es jetzt hier, die geht ja hier dann rüber, sondern dass diese Verbindung erstmal über die Kondensatoren läuft, über die Elkos und dann darüber. Das heißt, ich werde jetzt hier routen, ganz normal, auch mit 1,5 als Leiterbahnbreite. Man sieht, er springt hier manchmal rüber. Das will ich vermeiden, deswegen gehe ich hier immer Schritt für Schritt so weiter. Diese Knicke nehme ich nachher auch raus.
gehe hier von einem Kondensator zum nächsten, zum Elko und route dann hier auch rüber zum ersten Transistor und zum zweiten Transistor kann ich eigentlich hier irgendwo lang gehen. Ich kann natürlich auch auf der Unterseite hier lang gehen, unter dem Kühlkörper. Das könnte ich auch machen, aber möchte ich eigentlich nicht. Deswegen auch hier wiederum flexibel sein. Ich möchte eigentlich hier diese 12-Volt-Linie oben belassen, die ganze Zeit, sodass ich eigentlich hier, man sieht, es geht so nicht, sodass ich hier wieder Bauteile verschieben muss und das werde ich auch tun. Man sieht, jetzt muss man also auch wieder sehr flexibel sein. Ich möchte ja diese 12 Volt hier rüberlegen. Da sind also hier ist der R11, der R10 und auch der R9 etwas im Weg. Das heißt, ich werde auf jeden Fall hier diese Bauteile bewegen, verschieben und den R10, den werde ich vielleicht auch noch mal drehen. Das ist vielleicht dann doch besser. Das hatte ich ja vorhin anders gemacht, aber gut, das weiß man dann hinterher immer besser. Also ich werde die jetzt hier mal verschieben, sodass ich jetzt mit der hier durchkomme. Jetzt ist noch R11 und R12 ein bisschen im Weg. Also auch hier bewegen. Bei dem R12 sieht man jetzt schon, da muss ich auch C5 bewegen. Also es kommt eins zum anderen. Man darf da aber nicht, sag ich mal, sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, das gefällt mir nicht, sondern man muss es machen, damit man einfach hier mit der Leitung in dem Fall durchkommt. Auch wenn das jetzt auch noch nicht so schön ist, kann ich jetzt auf jeden Fall hier auf dem Top Layer wiederum mit 154 routen. Und zwar so. Also ich komme hier gut durch. Das ist eben ganz wichtig, dass eben die stromführenden Leiter hier, die Leiterbahnen einmal gut durchgeroutet werden. Stromführend ist ja nachher auch noch der Ausgang. Das kommt noch hinzu. Aber so kann ich das ganz gut machen. Und jetzt kann ich natürlich auch oder muss natürlich auch die anderen Leiterbahnen, die hier gelegt werden müssen, von den anderen Bauteilen, die ja drumherum sind, auf dem anderen Layer packen. Ich mache das natürlich auch nicht mit 1,5, sondern mit 0,5 hier in dem Fall. Und so kann ich dann hier zum Beispiel das so anbringen und diese Verbindung, ja, die mache ich mal so. Und hier von dem Widerstand meinetwegen auch nochmal. Mal gucken. So. Und so kann man da Schritt für Schritt das, sag ich mal, immer weiter verbessern. Man sollte sich dann generell auch nochmal einfach mal einen der Layer so angucken, also mal bestimmte Sachen ausschalten und dann einfach mal nur den Bottom Layer zum Beispiel sich anschauen und dann vielleicht nochmal den Top Layer, ob das so okay ist. Man sieht also hier die 12 Volt werden einfach hier gerade durchgeführt. Und das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Und auf der anderen Seite, gut, die Verbindungen sind jetzt nicht allzu lang. Also ist im Moment alles unkritisch und so kann man Schritt für Schritt weitermachen. Wenn man jetzt sieht, dass einem was nicht gefällt, auf jeden Fall die Sachen auch rückgängig machen. Also hier von mir aus Leiterbahnen löschen oder Abschnitte davon löschen. Das ist einfach notwendig, um nachher später nochmal ein gutes, wirklich gutes Layout hinzubekommen. Also mir hat es hier nicht so gefallen. Das heißt, hier werde ich auch sicherlich nochmal einige Sachen ändern, vielleicht. Vielleicht nochmal Bauteile verschieben. Vielleicht nochmal drehen. Mal gucken, je nachdem, wie das gut passt, damit nachher die Leiterbahnführung wirklich so kurze Verbindung wie möglich hat. Ich habe das erstmal soweit geroutet. Und jetzt könnte man sagen, es sieht ja schon ganz gut aus. Allerdings gibt es hier doch einige Dinge, die nochmal, ja, gecheckt werden sollten, beziehungsweise die zu beachten sind. Und zwar will ich mal da auf der rechten Seite hier anfangen. Da sieht man hier so einen spitzen Winkel. Das sollte man wirklich vermeiden. Also das nehme ich mal weg. Man sollte, wenn diese Leitung hier praktisch direkt an das Pad ranführen, das heißt, wenn ich jetzt hier route auf dem Layer, dann direkt hier so rangehen. Ich sehe gerade, es ist noch zu kurz. Ich muss also hier noch mal runtergehen ein Stück. So. Nochmal routen. Na, wieso geht denn das jetzt nicht? Will er nicht? So, dann kann man hier direkt so rangehen. Ein weiterer Punkt ist hier oben an dieser Stelle. Das geht vielleicht gerade noch so, aber man sollte sich angewöhnen,
immer direkt mittig zum Pad die Leitung reinzuführen, also die Route zu führen. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal route, dass ich den Knick sozusagen in der Mitte hier irgendwo mache und dann hier geradlinig in das Pad reingehe. An dieser Stelle hier wird auf einmal die Leiterbahnbreite geändert. Auch wenn das jetzt hier nicht stromführend ist, muss man dazu sagen, da wäre es dann doch besser, denn eventuell eine dicke Leiterbahn hier zu führen, um einfach da das gleichmäßig zu haben. Auch hier ist ein spitzer Winkel, also hier sollte das auch geändert werden. In dem Fall kann man natürlich jetzt auch hier direkt mal vom Pad raus und dann hier runter, das ginge auch, das werde ich mal machen. Also so hier rausgehen in etwa und dann hier das so weiterführen, das geht. Hier im unteren Bereich ist es ebenfalls gerade so knapp rausgeführt. Da würde ich das dann doch etwas anders machen, dass man im Prinzip hier den Knick davor setzt. Beziehungsweise, was man natürlich auch machen kann, ist, wenn es möglich ist, das Bauteil nochmal etwas verschiebt. Hier in dem Fall ist es eine Leuchtdiode, das kann man durchaus machen. Ja, das sind so ein paar Sachen, die man beachten sollte. Was jetzt auch noch, was man jetzt auch noch in dieser Ansicht vielleicht erkennt, beziehungsweise wenn man es nicht erkennt, ist auch nicht schlimm, weil dann schaut man einfach nochmal genauer drauf. Und zwar möchte ich mal eine Sache hier zeigen. Und zwar geht es um dieses Bauteil hier. Dieses Bauteil, geh mal hier rein. Und zwar hier in diesem Bereich. Das ist hier, glaube ich, eine Diode. Die geht also hier rau, also ist hier angeschlossen an den Operationsverstärker. Dann geht es hier runter. Dann geht es hier irgendwie zurück. Das kann man natürlich so machen. Und das ist auch nicht falsch, sage ich mal. Aber man könnte es vielleicht insofern etwas anders machen. Man sieht ja, dass die Diode hier auch an diesem Widerstand angeschlossen ist. Wenn man jetzt die Diode einfach hochkant hier setzt, dann würde man das etwas anders gestalten. Also dann wäre sozusagen hier diese Brücke nicht. Die würde dann auch nicht stören. Dann hätte man auch etwas mehr Freiraum für die roten Leiterbahnen hier. Und das heißt, das werde ich einfach mal probieren. Das ist auch ganz wichtig, dass man mal diese Sachen ausprobiert. Ich drehe die jetzt mal und zwar so. Da ist ja noch Platz. Ah, machen wir mal so. Und jetzt sieht man, ich kann das hier wegnehmen. Mal das hier weg. Und ja, die Leitung hier, die geht ja praktisch an die Diode direkt ran. Hier auch. Das nehme ich alles mal weg. Ich mache das gleich nochmal neu. Das nehme ich auch nochmal weg, kurz. Sodass ich jetzt im Prinzip hier diese Leiterbahn hier nochmal so verlegen kann. So. Dann von mir aus so. Und hier habe ich eine kurze Verbindung nochmal so. Das heißt, ich habe hier, was die Leiterbahn betrifft, Platz geschaffen. Ich habe nicht mehr diese Brücke, so, also diese Leiterbahn auf dem Bottom Layer, sodass ich da etwas mehr, ja, Freiraum geschaffen habe. Eine weitere Stelle ist diese hier. Hier ist ja so ein Bogen drin. Und hier ist dieser Widerstand irgendwie im Weg. Den könnte man zum einen nach unten ziehen. Das werde ich mal machen. Ich werde mal hier den nehmen und sagen, der soll hier nach unten ein Stück. So, und dann könnte ich hier das auch bewegen. Beziehungsweise hier, diese Leiterbahn ist auch eigentlich eher ungünstig. Ich gehe mal hier mit näher ran, dann sieht man es besser. Denn die geht hier unter diesem Bauteil entlang. Das ist natürlich nicht notwendig, sage ich mal. Die kann einfach hier, das nehme ich auch mal hier kurz weg. Die kann einfach hier gerade weitergeführt werden. Hier oben lang. So. Und die kann dann hier auch gerade geführt werden. Gut, jetzt muss ich hier das noch ändern. Diese Leiterbahn, die mache ich nochmal neu. Den nehme ich mal kurz weg. Dann werde ich sie auf den
unteren Layer verlegen. So. Also darauf mal achten, dass die Leiterbahnfügung einfach gerade ist und nicht so eine Beulen hat. Und da findet man manchmal eine ganze Menge, was da so komisch quer liegt. Und da muss man auch, wie gesagt, immer wieder flexibel sein, dass man wirklich Bauteile verschiebt, Bauteile dreht, vielleicht auch ganz umplatziert. Das, sowas gibt es auch, dass man sagt, es stört da generell. Und dann kriegt man eigentlich das im Laufe der Zeit nach und nach hin, dass das Layout eigentlich immer besser aussieht. Was mir hier noch aufgefallen ist, ich hatte gerade eben diese Diode, was ist gedreht. Jetzt haben wir hier diese Leiterbahnführung. Ich schalte dazu mal den Bottom Layer aus. Die ist natürlich jetzt auch ja nicht schön, sage ich mal. Man könnte das noch ein bisschen verbessern, indem man Diode vielleicht etwas höher legt. Das will ich mal probieren. Also auch hier probiere ich einfach mal aus, wie das aussieht. Ich lege die hier mal ein bisschen höher, so. So mittig. Und ziehe den hier mal ein bisschen runter, beziehungsweise hier rüber. Jetzt muss ich natürlich mal gucken, was der Bottom Layer sagt. Der ist da, okay, das ist kein Problem. Der ist natürlich jetzt schlecht, den muss ich wegnehmen. Also man hat dann, wenn man sowas mal macht, einfach mal die Möglichkeit, das irgendwie ein bisschen noch zu verbessern. Hier nehme ich mal die ganzen Sachen weg. Und auch diese Leiterbahn. Das war jetzt falsche. Bauteil nehme ich natürlich nicht weg. Und auch diese Leiterbahn nehme ich mal weg. Und ziehe die nochmal neu. Und man sieht, die wird dann auch nochmal ein bisschen kürzer. Hier will ich mal kurz nach wegschieben ein Stück. Und hier neu routen. Dann noch ein Stück gerade, die werde ich normal machen. Das stört mich jetzt hier. Die mache ich noch mal. So, also noch mal da rüber hier und da nach da. Und man sieht, es wird hier etwas flacher, das ganze Gebilde, was da vorher so eine komische Ecke noch hatte. Das wird dann alles etwas gleichmäßiger, flacher hier, diese Sache. Jetzt gehe ich mal auf den anderen Layer wiederum und route jetzt praktisch das hier zu Ende. Hier auch nochmal, hier komme ich ja gar nicht. Das war jetzt falsch. Da komme ich ja hier auch ganz locker durch. Also Platz ist hier auf diesem Board genug. Da ist jetzt nochmal eine rechteckige. Eckiger Winkel, es sollte auch nicht sein. Der muss weg. So. Und man hat gesehen, ich habe also das hier noch mal ein bisschen begradigt. Jetzt sehe ich gleich noch was. Hier ist nämlich parallel oben und unten verlegt. Ich hatte ja gedacht, das ist etwas ungünstig, weil man dann eventuell nicht mehr durchkommt. Ich meine, hier spielt es jetzt keine Rolle, aber das werde ich auch mal ändern. Und zwar werde ich hier den mal wegnehmen auch komplett. Und den auch. Und auch mal ein bisschen begradigen. Der hier auch. Der kommt auch weg. Und dann gehe ich wieder auf den oberen Layer. Und gehe einfach hier unten lang. Da ist ja genug Platz. Ja, damit ist es auch einfach begradigt. Hier werde ich das Bauteil drehen. Dann habe ich diese Überkreuzung hier auch nicht. Also ich gehe hier rein. Dreh das. In etwa so. Ganz nach unten kann ich nicht, dann bin ich zu dicht an der Kante, vielleicht ein bisschen mittig. Und somit habe ich dann hier einfach auch diese Kreuzung dann weg. So sieht das Layout im Moment aus. Ich habe hier so ein paar Sachen noch verschoben und jetzt werde ich mal Folgendes machen. Ich werde auch auf den Top-Layer eine grauen Fläche platzieren. Also hier auf dem Top Layer dann hier die Kontur auswählen. Ground. Das ist auch Standard, dass man es das eigentlich macht auf dem oberen und unteren Layer. Und da will ich gleich nochmal auf ein, ja, ein Problem vielleicht hinweisen. Ich werde mir mal hier diese Ansicht zeigen und auch die Ansicht, wo der Kühlkörper drauf ist. Und den bringe ich in den Vordergrund. Das Problem ist jetzt,
Das muss man sich auch mal vielleicht ein bisschen klar machen. Die Transistoren sind ja mit der Metallfläche am Kühlkörper dran. Allerdings ist die Metallfläche bei beiden Transistoren der Kollektor und die sind ja nicht miteinander verbunden. Deswegen ist es so, dass die zum einen hier isoliert werden müssen und zum anderen ist es auch ganz wichtig, wenn ich hier eine Graunfläche unter dem Kühlkörper habe, die muss natürlich auch isoliert sein. Klar, da kommt Lötstoffblatt drauf. Aber es ist eben auch nochmal ein Hinweis später, wenn man das jetzt fertigen will oder zusammenmontieren will, dass auf jeden Fall die Transistoren hier isoliert montiert werden müssen. Um jetzt nochmal ein endgültiges Bild zu bekommen, ist es immer sehr hilfreich, wenn man jetzt wirklich mal sich nur einen Layer betrachtet und guckt, sind die Leiterbahnführungen einigermaßen gerade. Ich habe jetzt hier den Top-Layer mal eingeschaltet und das gleiche mal mit dem Bottom Layer auch hier nochmal überprüfen, ob das einigermaßen kurze Verbindungen sind. Und dann zum Schluss kann man natürlich nochmal hier in den 3D-Viewer reingucken und schauen, wie es da aussieht dann. Also so sieht es im Moment aus. Und ich denke mal, das sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Der nächste Schritt wäre nochmal auf jeden Fall über diese gesamte Geschichte einmal drüber zu schlafen. Manchmal ist es so, dass man in der Hektik des Tages nichts weiter hier erkennt oder so, aber ich kann empfehlen, wenn man so zu so einem Zustand gekommen ist, einfach nochmal einen Tag vergehen lassen oder 2 Tage oder von mir ist auch vielleicht 1 Woche, um einfach nochmal rüber zu schauen, dann ob vielleicht doch noch irgendwas zu verbessern ist oder ob irgendwo ja, Kleinigkeiten sind, die einen stören oder so. Das kann ich immer empfehlen. Habe jetzt hier zum Beispiel bei dieser Leiterbahnführung ja gesehen, die gefällt mir nicht. Das ist hier alles so zickzack. Außerdem ist es so, dass hier so eine Lücke ist in der grauen Fläche. Also das nehme ich auf jeden Fall weg. Werde ich erstmal hier löschen, diese Leiterbahn. Und auch, dass es hier runter geht, nehme ich weg. Da werde ich also hier das anders legen. Also gehe ich hier wieder auf das Routing. Dann ist es hier in dem Fall 0,5. Jetzt jetzt also andersrum routen. Dann macht er mir das so. Das möchte ich allerdings nicht. Sondern ich gehe jetzt hier oben ra ran. Ja. Gehe dann hier weiter und zwar nicht so weit wie vorher. So in etwa. Wenn ich jetzt mir das nochmal angucke, dann sieht das etwas besser aus. Und ich hatte hier noch eine Stelle gesehen, die mir nicht so gefiel. Achso, hier. Dieses S gefällt mir nicht. Das werde ich auch ändern. Das heißt, es ist nämlich raus. Auch hier route ich dann noch mal neu und zwar einfach von da rüber zum Pad. Dann noch mal B, dann rechnet er das neu. Eine weitere Sache, die nicht so schön ist aus meiner Sicht, ist hier diese Leiterbahn und zwar aus dem einfachen Grunde, weil jetzt an dieser Stelle hier, ich gehe noch mal näher rein, hier diese Massefläche sozusagen in der Luft endet. Und das ist eine Antennenfunktion, das sollte man eigentlich auch vermeiden. Das heißt, ich werde diese Leiterbahn hier, die werde ich anders verlegen und zwar auch auf der anderen Seite. Da ist auch Platz, wie man sieht. Das heißt, ich lege die dann hier rüber. So, also praktisch von hier da direkt rüber. Ich gehe mal hier ein bisschen höher. Gehe dann, ach, das ist ein doof hier irgendwie, so rein. Und dann sieht es doch etwas übersichtlicher aus. So, damit ist das Layout eigentlich schon ganz gut. Als nächstes kann man hier mal einen Design Rule Check machen, also ein DRC. Dann mal gucken, was da so an Meldungen kommt. Man sieht hier in Geekit, da kommt so ein Overlapping und zwar von den Bauteilen, ja, Größen. Man sieht jetzt hier, er meckert hier an im Prinzip, dass die Bohrung da innerhalb dieses Kühlkörpers ist. Durch die Kühlrippen, die jetzt da rechts und links davon sind, geht es aber. Das heißt, ich kann nicht ignorieren.
habe aber hier noch ein Overlapping gesehen, und zwar sieht man das hier, das hatte ich ja vorhin schon ja gesagt, oder beziehungsweise den Transistor schon verschoben, das heißt, den muss ich nochmal ein bisschen verschieben. Also ich werde hier mal reingehen, erstmal schließen, kurz hier reingehen und dann den etwas daraus bewegen. Und dann quasi nochmal neu berechnen mit B. Ich werde nochmal einen Design Rule Check machen. Man sieht, es sind nur noch zwei Fehler, die lasse ich aber so. Das ist vollkommen okay. Um jetzt die Leiterplattengestaltung noch ein bisschen zu verfeinern, habe ich jetzt mal den oberen und unteren Layer Top und Bottom mal ausgeschaltet, und es geht jetzt um den Bestückungsdruck, also das, was nachher dort noch aufgedruckt werden soll an Informationen. Und da sieht man auch schon diese Bezeichnung der, also die Namen hier von den Bauteilen, und da ist es sinnvollerweise so, dass man das so schiebt, dass es lesbar ist, und vor allem, wenn man jetzt hier mal raufgeht, dass es nicht zu klein erscheint. Deswegen mache ich hier mal 1,5. Hier auch 1,5 von der Höhe, und von der Dicke mache ich 3, 0,3, so. Dann ist es eigentlich ganz gut lesbar. Das würde ich in jedem Fall immer vorschlagen, damit man später, wenn man es selber bestücken will, weiß, wo welche Bauteile hinkommen. Habe das jetzt mal für alle Bauteile hier gemacht, soweit. Dauert natürlich eine Weile, aber es sieht doch dann ganz übersichtlich aus. Ich habe hier auch noch Text hinzugefügt. Also hier nochmal, was es ist, und hier auch links nochmal die Versionsnummer. Und wenn man sich das jetzt nochmal anschaut, dann sieht das doch wirklich schon ziemlich gut aus. Also da ist jetzt alles drauf. Und die Referenzbezeichnung hier für die Bohrung sind ja unwichtig. Also ich muss schiebe das nochmal dann in die Bohrung selbst weg. Die braucht man natürlich nicht, aber ansonsten für die anderen Bauteile ist alles da und auch klar zu erkennen. Zum Schluss auch nochmal ein paar Hinweise, worauf es beim PCB-Layout ankommt. Also zunächst wird die Leiterplattengröße definiert mit allen Bohrungen, mit allen Aussparungen, Schlitzen, was auch immer. Danach werden spezielle Bauteile platziert und vor allem auch fixiert. Zu den speziellen Bauteilen gehören eben Kühlkörper, Schalter, Leuchtdioden, Potis, alles, was irgendwie eventuell mit dem Gehäuse auch nachher zusammenhängt. Und dann geht's los. Das habe ich ja aufgeschrieben. Prio 1. Kreativ und flexibel sein. Also zunächst fängt man an, Bauteile, die zueinander gehören, zusammenzustellen, die dann so anordnen, dass möglichst kurze Verbindungen entstehen, also drehen, verschieben. Wichtig dabei ist, dass man auf Bauteileabstände beachtet, also achtet. Das kann gerade bei der automatischen Bestückung später im SMD doch zu Problemen führen. Die Leiterbahnen werden im 45-Grad-Winkel in der Richtung geändert, also keinem 90-Grad-Winkel und auch keine spitzen Winkel. Dann sollte man sich überlegen, eine Grundrichtung der Leiterbahn oben und unten, also horizontal oder vertikal. Eine Massefläche ist eigentlich heutzutage obligatorisch, in jedem Fall oben und unten bei einem zweilagigen Layout. Das Raster bei der Le und die Leiterbahnbreite sollten bei den Arbeitsschritten angepasst werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Platinengröße bestimme, brauche ich ein relativ grobes Raster meistens. Und wenn ich allerdings die Leiterbahn verlege, dann brauche ich ein relativ kleines Raster. Da muss man also flexibel diese Einstellung anpassen. Die sehr kurzen Verbindungen kann man eigentlich immer zuerst routen, meistens. Und die wichtigen Verbindungen im Anschluss daran, das heißt also Signale, Busse, Powerleitung und so weiter, die werden eigentlich immer als allererstes geroutet. Dann auch möglichst geradlinig routen und auch Schlaufen und S-Kurven vermeiden, beziehungsweise später dann auch rauskorrigieren. Und auch wichtig beim Arbeiten ist, dass nur die Layer eingeschaltet werden, die für die jeweilige Aufgabe notwendig sind. Wenn ich route, brauche ich also nicht den T-Place-Layer oder den Bestückungsdruck-Layer, je nachdem, wie er heißt. Im Anschluss daran muss auch die Leiterplatte mal bemaßt werden, Abstände von Bohrungen und so weiter auch setzen. Wenn der Bestückungsdruck notwendig ist, sollte man ihn gut sichtbar machen, das heißt von der Größe her. Und man sollte auch vielleicht mal einen Tag vergehen lassen, um über das Layout nachzudenken. Manchmal kommen einem denn doch irgendwelche Ideen. Und ganz wichtig hier, ähnlich wie der ERC, der Design Rule Check hier beim PCB-Layout, den sollte man durchlaufen lassen und die Fehler beheben und Warnungen abarbeiten.
Und danach geht es zu Prio 1. Also man sieht, hier ist so eine Schleife. Das sollte man also mehrmals machen. Das ist also nicht eine einmalige Sache, die man hier durchgeht, sondern es ist ein mehrmaliger Durchlauf dieser Prozedur. Und vielleicht nochmal ein Tipp, wenn man dann soweit ist, sollte man sich durchaus mal das fertige Layout im Maßstab 1 zu 1 ausdrucken und die Bauteile, die man denn da hat, mal schauen und probieren, ob die auch gut passen. Und zum Schluss noch, nur durch ein gutes und durchdachtes PCB-Layout wird es am Ende auch zu einem guten Ergebnis bei der fertigen Leiterplatte kommen. Ja, das war nun der zweite Teil zum Thema Leiterplattenlayout. Im nächsten Teil geht es um die Datenaufbereitung, um so eine Platine herzustellen, also sprich Gerber-Daten und um das Thema Dokumentation. Also bis dann, bis zum dritten Teil. Viel Spaß und tschüss.